Für die Aktienmärkte wird jetzt Psychologie der wohl entscheidende Faktor. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Das hat man gestern schon gesehen, als die Aktienmärkte mit Erleichterung reagierten, als die Welthandelsorganisation hier beschlossen hat, vorerst nicht eine globale Warnung, einen globalen Ausnahmezustand sozusagen auszurufen. Man sagt hier, ja, die Situation ist ernst, aber wir werden jetzt noch nicht diese Emergency Warning herausgeben, sondern werden noch etwas warten. Das hat die Aktienmärkte dann nach oben gebracht, weil man sich sagte, naja, vielleicht ist die ganze Geschichte doch nicht so schlimm. Dazu dann noch ein Bericht, wonach bisher im Ausland, also außerhalb von China, bisher noch keine von Mensch-zu-Mensch-Ansteckung beobachtet worden sei. Gleichwohl gehen eben die Fälle in China derzeit maßgeblich nach oben. Wir sehen hier jetzt 830 Erkrankungen. Die Todeszahl ist auf 26 gestiegen, wie hier Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, sagt. Die Hälfte davon, knapp die Hälfte davon über 80. Aber es ist auch interessant, dass zum Beispiel China respektive die Global Times hier so eine Art News-Ticker in Sachen Coronavirus herausgibt. Erinnern wir uns an das SARS-Virus, da war die ganze Geschichte ja zunächst mal geheim gehalten worden. Inzwischen sind wohl lokale Behörden angehalten, auf keinen Fall unter Androhung von Strafe sozusagen einen Infektionsfall nicht zu melden oder zu verheimlichen. Also diesmal eine ganz andere Politik. Die ganze Geschichte könnte jetzt am Wochenende ziemlich kritisch werden, wie ein Experte sagt, nämlich ein Experte aus Hongkong, der in Wuhan gewesen ist und der gesagt hat, die Situation hier ist komplett außer Kontrolle. Er sieht die Folgewirkungen dieses Coronavirus 10-mal stärker als damals bei SARS. Und jetzt sagt er, wir werden ab Samstag wahrscheinlich, wenn eben dann die Leute gereist sind und das Virus hat eine gewisse Inkubationszeit, wird es zu einem sprunghaften, massiven Anstieg eben der Infektionen kommen. Es gibt jetzt übrigens einen zweiten Verdachtsfall auch in den USA, in New Jersey. Jedenfalls ist es eben auch Psychologie, wenn dann die Märkte reagieren, wahrscheinlich wenn wir mehrere Verdachtsfälle oder mehrere Infektionen in den USA haben, wenn hier die Krankheitsfälle sich häufen, dann dürfte psychologisch bei den Marktteilnehmern, bei den Investoren einiges passieren. Wenn das vermieden werden kann, wäre das gut für die Aktienmärkte, aber wenn das kommt, dann wird es ein bisschen kritischer, obwohl wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, bei einem Autounfall zu versterben, als einem Coronavirus zu versterben. Gleichwohl, niemand verzichtet aufgrund der Gefahr des Autoverkehrs auf das Auto, sondern steigt eben dennoch ein. Aber viele würden vielleicht sich zurückhalten mit Einkäufen, würden weniger ausgeben, weniger Geld ausgeben. Es hat also psychologische Folgewirkungen für den Konsum, die gar nicht zu unterschätzen sind. Dementsprechend ist das eben jetzt der entscheidende Punkt. Bleibt es lokal, bleibt es in China oder wird diese ganze Geschichte wirklich ein Phänomen, das sich weiter verbreitet? Wenn man sich mal hier Folgendes zu Augen führt, hier eine Statistik von Statista. Hier sehen wir die Verteilung von Land- und Stadtbevölkerung in China. 831 Millionen wohnen in Städten, 564 auf dem Land. Diejenigen, die auf dem Land wohnen, werden jetzt zum Neujahrsfest wahrscheinlich nicht verreisen, sondern es sind überwiegend die Städter, die eben jetzt aufs Land reisen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Wuhan hat 7,5 Millionen Einwohner Stadtbevölkerung. Dadurch dürfte etwa, wenn wir sagen, 400 Millionen Chinesen werden die Reise antreten, ist also etwa ein Drittel der chinesischen Bevölkerung. Und wenn wir das mal auf Wuhan hochrechnen, dann kämen wir da schon locker auf 2 Millionen und sind nun viele vielleicht noch nicht abgereist gewesen, bevor jetzt die Stadt unter Quarantäne gesetzt wurde. Aber es kann durchaus sein, dass da mindestens 1 Million Leute aus Wuhan überall in die Welt hin sich verstreut haben mit den immensen Risiken, die damit einhergehen. 10 Städte in China sind inzwischen unter Quarantäne. Hier hat sich die Zahl also deutlich erhöht. Kommen wir zu etwas anderem, to something different. Das ist der Einkaufsmanager-Index aus Deutschland. Heute stehen nämlich die Einkaufsmanager-Indizes verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistung aus der Eurozone an. Aus Frankreich um 8:45 Uhr, um 9.30 Uhr dann die deutschen Daten. Sehr wichtig, weil man eine Bestätigung sucht, ob diese Konjunkturerholung auch jetzt im Industriesektor wirklich voranschreitet. Die Bundesbank hat gesagt, da stabilisiert sich was. Zuletzt war der ZEW-Index
deutlich besser als erwartet. Höchster Stand seit mehreren Jahren, nachdem er vorher auf den tiefsten Stand seit sehr vielen Jahren gefallen war. Also das ging sehr, sehr schnell. Aber ZDW ist eben weniger aussagekräftig als der Einkaufsmanager-Index, der zuletzt im Dezember nochmal auf 43,8 zurückgefallen war. Jetzt erwartet man eine Zahl über 44, also eine Erholung. Das wird auch psychologisch sehr, sehr wichtig für die Märkte. Das wird jetzt zu beachten sein. Ansonsten der Ölpreis gestern ziemlich massiv wieder unter Druck gekommen, hat sich dann mit den Lagerbeständen, die überraschenderweise gesunken statt gestiegen waren, wieder etwas stabilisiert. Aber wir sind jetzt seit dem Ausbruch der Iran-USA-Konfrontation um 16% gefallen. Das ist der sechste schlechteste Start für Öl seit dem Jahr 1984. Und Öl wird ja auch so ein bisschen auch als Indikator für die Weltwirtschaft gesehen. Mal sehen, ob da diesmal was dran ist. Wie werden die Charts reagieren? China hatte zu. Die chinesischen Märkte bis auf Hongkong sind geschlossen. Japan mehr oder weniger unverändert. Die US-Futures etwas höher. Vor allem Intel hat gestern mit den Zahlen überzeugt. Die Aktien nachbörslich plus 6%. Das hebt so ein bisschen das Sentiment. Heute American Express. Vielleicht die entscheidende Berichte oder der entscheidende Firmenbericht heute. Wir sehen den DAX und die Charts von Capital.com bei 13.512, also so wieder ein bisschen in Sichtweite des Allzeithochs, das ja dann doch relativ stark abverkauft wurde. Gestern waren wir unter der 13.400er Marke. Schauen wir uns den S&P 500 an, 3.332. Es ist vor allem der Nasdaq 100, der sich gut hält, 9.260 aktuell. Natürlich gepusht auch durch die besseren Intel-Zahlen. Wir sehen den Euro-Dollar weiter unter Druck, Dollarstärke eigentlich auch jetzt nicht gerade ein System, ein Symptom für Risikobereitschaft. 1,1045, Gold hält sich bei 1561 und das Crude Oil, wie gesagt, hat es im Mindesten jetzt wieder geschafft, über die 55er Marke zu klettern, 55,82 $. Also, es ist so, dass die Märkte jetzt mit der WHO, mit diesem wir werden keinen Notstand ausrufen, so ein bisschen die Sache abgehakt haben. Aber die Infektionen in China, die werden wahrscheinlich sprunghaft ansteigen. Es wird dann Fälle wahrscheinlich auch geben in anderen Ländern. Je größer die Zahl dieser Fälle ist und vor allem je größer die Zahl in den USA ist, das ist psychologisch wahrscheinlich der entscheidende Faktor jetzt, umso negativer die Wirkung auf die Aktienmärkte. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen letzten Handelstag der Woche und sage Servus und ciao.